Das Spiel war wieder einer meiner Spontankäufe auf der Retro Games Con in Bonn. Ich schaue ja immer mal wieder nach Gamegear-Titeln und irgendwie kam mir der Name bekannt vor. Den hatte ich doch schon einmal gehört. Also wurde das Modul mitgenommen. Wie spielt sich das Ganze? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Factory Panic für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von BIOX programmiert und von Sega selbst bei uns 1991 veröffentlicht. In Japan heißt es kurioserweise Ganbare Gorbi. 100% nicht richtig ausgesprochen. Wie der Name vermuten lässt, ist hier der Spielheld der alte sowjetische Anführer Gorbatschow, inklusive seines markanten Fleckes auf dem Kopf. Das Spiel erschien dabei nur auf Segas Handheld. Die Prämisse des Spieles ist eigentlich sehr einfach. Ihr seid in einer Fabrik mit Laufbändern. An einem Ende erscheinen verschiedene Waren und am anderen Ende warten Menschen, die diese Waren gerne haben möchten. Klingt jetzt erstmal theoretisch einfach, aber es ist natürlich ein Spiel und eine gewisse Herausforderung muss natürlich da sein. Die Förderbänder sind nämlich nicht geradlinig und so müsst ihr verschiedene Schalter bedienen und die Waren entsprechend lenken. Dabei müsst ihr jedoch aufpassen, welche Waren ihr wie weiterleitet. Die Menschen am Ende wollen nämlich nur eine bestimmte Sorte, also zum Beispiel etwas zu essen und kein vergammeltes Essen. Ich weiß. Komisch, oder? Eure Aufgabe ist es also in jedem Level euch erstmal einen gewissen Überblick zu verschaffen. Welche Förderbänder laufen wie und wie stellen sich die Weichen, wenn ich diesen Knopf bediene? Am Anfang ist es natürlich relativ geradlinig und übersichtlich. Später werden die Abläufe jedoch komplexer und ihr müsst nicht nur ein Produkt filtern, sondern mit mehreren herumhantieren und diese an die entsprechenden Empfänger buxieren. Als ob das nicht schon schwer genug wäre, gibt es natürlich auch Wachen in den Fabriken. Ihr scheint das nämlich nicht gerade legal zu machen und so müsst ihr immer aufpassen, dass diese euch nicht erwischen. Sehen die euch nämlich in einer geraden Sichtlinie, stürmen die auf euch zu. Da müsst ihr also immer entsprechend ein Auge offen haben. An sich ist die Navigation in den Leveln jedoch sehr simpel. Ihr müsst einfach mit den Steuerkreuzen die Richtung angeben und schon hüpft ihr auch automatisch über die Förderbänder und so weiter. Später wird das Spielprinzip dann auch noch etwas abgeändert und statt Schaltern müsst ihr direkt Verbindung zwischen den Laufbändern hin und her tragen. Insgesamt erwartet euch hier ein schöner Action-Puzzler, der sich mal angenehm etwas anders spielt. So wie es sein sollte, fängt es natürlich erstmal relativ einfach an, aber wird dann später doch recht komplex. Leider gibt es jedoch kein Passwortsystem oder ähnliches, welches echt schade ist. Aber wenn ihr andererseits erst einmal ein Level ausgeknobelt habt, stellen diese natürlich auch kein Hindernis mehr dar. Technisch ist das Spiel im Prinzip genau das, was ihr von ihm erwartet. Die Grafik ist übersichtlich dargestellt und die Sprites sind angenehm groß und detailliert. Ebenso sieht es mit dem Sound aus. Hier wurden keine Experimente gewagt und genau das ist auch richtig so. Was taugt Factory Panic für den Game Gear heute noch? Ich mag das Spiel. Es ist ein netter kleiner Action-Puzzler mit einer netten Idee. Für eine Spielrunde zwischendurch auf jeden Fall super geeignet. Das Modul ist auch relativ günstig zu haben und daher spricht nichts gegen diesen soliden Titel. Das war der Test zu Factory Panic für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.